Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4. Heute hier mit dem sechsten Element, das Carbon, der Lamborghini Sesto Elemento. Ja, das Auto ist mitunter einer der stärksten, oder wie soll ich sagen, der brutalste Kombination, die es eigentlich im Automobilsport so gibt. Ja, das Ding besteht eigentlich komplett aus Carbon, wenn man so sagen will. Gebt euch einfach mal das Armaturenbrett, da ist nichts Unnötiges. Da ist einfach nur Monocoque, ein bisschen Carbon in der Mitte durch. Da braucht man nicht unbedingt hier eine Verkleidung bis zum geht nicht mehr, sondern hier ein bisschen was für ein Dacho und das muss reichen. Finde ich an sich mega vom Konzept her. Finde auch die Position der Auspuffrohre irgendwie interessant. Gleich hier nach oben weg. Unten sieht man, dass die Getriebeglocke beziehungsweise die Differentialglocke hier frei rumstehen und das Licht ist auch mega. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus hier. Seit dem letzten Update ist ja hier auch das Licht dementsprechend im Haus ein bisschen gedämpfter. Ich weiß nicht warum, ich finde es ein bisschen schade. Aber jetzt heißt es erstmal hier. Sesto Elemento brüllen lassen. Der Wagen ist schon ein bisschen getuned. Mit dem schon ein Rennen gefahren, einfach mal nur so zu Testzwecken. Weil ich wissen wollte, ob er in etwa mithalten kann mit dem, was der Huracan Aventador so vorlegt. Und ja, er kann weiterhin mithalten. Er ist weiterhin ein verdammt starkes Auto in der S2-Klasse. Und man sieht es auch, glaube ich, hier aktuell klar, Topspeed ist nicht ganz so gegeben. Und wenn der Kurvenspeed dementsprechend umso krasser ist, ist es ja egal. Hier ohne Probleme, da macht er sogar einen Bogen zu viel. Dreht er sogar ein bisschen zu viel rum. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Gut, ich würde sagen, wir suchen uns auf jeden Fall mal ein Rennen, was wir mit dem Kollegen hier fahren werden. Ihr könnt euch natürlich wieder Fahrzeuge wünschen. Das ist jetzt zwar kein Wunsch, das wollte ich jetzt fahren. Aber ihr könnt natürlich gerne Fahrzeuge ins Wunschformular eintragen und dann fahren wir die. Aktuell sind auch nicht so viele gekommen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Deswegen gibt es auch erst 4 Folgen mit AWF, das Autowunschformat. Und... oder sollen wir es umbenennen auf DAWF, dein Autowunschformat. Klingt fast besser, oder? DAWF. Mach mal ab der nächsten Folge. Gut, ich würde jetzt aber sagen... wir suchen hier einen Rennern, hier ohne Plan und ohne Ziel rumzufahren. Kann ich zwar gut, ich will es aber nicht machen. Deswegen gehen wir hier hin und werden hier mal das Rennen dementsprechend bestreiten. In der Hoffnung, dass wir hier auch halbwegs mithalten können mit der Konkurrenz. Oder versagen wir komplett. Das wird sich jetzt herausstellen. Wir sind auf jeden Fall bei den Extreme Track Toys zu Hause. Und die extremen Streckenspielzeuge sind eine Kategorie, die schwierig sind. Das ist nicht so einfach, wie man es glaubt, weil die Dinger sind alle brutal. Erst recht auf S2, also mehr gut. Es ist relativ eintönig, sehe ich gerade. Ja, Handsome Hoover macht man statt Gold schwarz, finde ich gut. Michel Lucas sind auch mit am Start. Also das Ding marschiert hier immer noch durch. Ich finde das Auto halt echt irgendwie krass. Fehlt dann so ein bisschen an Topspeed. Also wie auf so einen Kurs hier eigentlich nicht wirklich das Problem. Thank you.
So, neue schnellste Rennrunde. Jetzt versuchen wir die nochmal zu toppen. Kommen uns hier kein Sonder in die Quere. Wenn sie irgendwie nur ansatzweise aufhalten könnte. Da vorne ist die Linie. Das sind eine 43er Zeit, glaube ich, gewonnen. Wir sehen es gleich. Ich hoffe es. 43 wäre mega. 43,6. Jawohl. 1,1 Sekunden schneller als der Mad Mike im GMP. So muss das sein hier. Ja, Fitzing und Freshkey haben da ein bisschen hinten den Anschluss versäumt. Gut, 17.000 Credits ist auch wieder eine schöne Stange Geld. 4.100 Einfluss ist auch ordentlich. So. Jetzt brauchen wir. Wir brauchen. Was brauchen wir? Eine Rennen. Hier eine Sprintrennen. Wir fahren diese Sprintrennen jetzt so gut es nur möglich ist. Ich glaube, die Folge wird heute ein bisschen kürzer. Bei mir fängt aktuell der Magen so ein bisschen an zu krummeln und ja, nicht gut zu sein. Seid mir deswegen nicht böse, wenn, keine Ahnung, die Folge 5 Minuten kürzer wird oder so. Dann sind wir wieder auf unschlagbar. Kriegen wir 40% mehr, dementsprechend 120% Credits für den Schwierigkeitsgrad. Kann man sich mal geben, oder? So, und jetzt habe ich mit dem Sesto Elemento einen extremen Vorteil. Ich habe nämlich Allrad. Bringt mir hier natürlich auf der Schneeverbahn gegenüber die Zonders einiges. Wenn ich hier neben komme, ist natürlich nicht geil. Da können sie wieder aufholen. Come to the streets, bleib hinten, Mike. Was das Ding für einen Kurvenspeed hat. Das ist halt enorm. Da habe ich es jetzt selbst übersehen. Aber nicht nur ich. Die sind sogar noch früher dagegen geballert. So, da vorne haben wir das Ziel. Das ist der zweite Sieg im zweiten Rennen. So musste ich dieses Mal zurückspulen, aber ist egal. Freshkey ist Zweiter geworden und Fitzling Vierter. Okay, die haben jetzt ordentlich hier wieder Gas gegeben. Warte mal, ich muss mal kurz hier ein Foto machen, weil da unten steht zweimal Let's Play Noob 05. Da muss ich mal jetzt kurz... Foto machen. Den Luca schicken. So, Credits Belohnungen gibt es auch wieder 17.000 Credits. Das ist gut. Einflussbelohnung knapp 4.000. Das ist auch gut. Kann man definitiv mit leben.
So. Es ist querfeldein, das will ich eigentlich nicht. Ich will auch nicht hier den Kolossus fahren. Hier haben wir noch eins. Das klingt ja interessant. Das sieht interessant aus, so wollte ich sagen. Das fahren wir noch und danach fahren wir noch ein Rennen und dann ist, glaube ich, für meinen Magen auch Schluss. Keine Ahnung, was der jetzt auf einmal hat. Jetzt auf einmal macht er irgendwie so ein bisschen Radau da unten. Aber gut, solange ich mich noch konzentrieren kann, ist ja gut. Hat natürlich dann seine Vorteile. Oder zumindest keine Nachteile. So, wir sind schon mal Dritter. Das ist übrigens der Anfangssprint. Das sind wir eigentlich seit Beginn des Ganzen hier. Na doch, mit dem BMP50 sind wir einmal gefahren hier den Sprint. Das ist eigentlich schade, dass der nicht öfter gefahren wird. Okay. Da haben wir die Kurve doch brutalstens unterschätzt. Wie geil das aussieht, wenn so ein Sonder hinter dir so quer anbremst. Wuhu! Von lauter nach hinten schauen, weil die Optik so geil aussieht. So, über der Linie. P1, Leute. Schum und Luca schon wieder. Der hört nicht auf damit. Dieser Lukas hier fährt mit zwei Autos und nicht mal dann schafft er einen Sieg. Aha, immer dieser Lukas hier. Schau, das Startrennen führt genau zum Goliath. Das finde ich ja mal mega. So, hier haben wir noch ein Rundkursrennen. Oh ja, das ist geil. Das ist mitten am Gelände. Bin ich jetzt gespannt, ob wir hier mit dem Sesto Elemento gut abschießen oder nicht. Ich finde das Rennen an sich mega. Bin es bis jetzt aber nur mit kleinen Autos gefahren. Dementsprechend kann man es mit dem jetzt hier überhaupt nicht vergleichen. So, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Oh, Lukas! Welcher ist es denn jetzt? Jetzt ist er mal wenigstens hier am Gewinn. Aber es ist irgendwie komisch, wenn Lukas vor dir fährt und Lukas hinter dir fährt. Oh, das wäre perfekt reingebremst gewesen.
33 Sekunden. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Rundenzeit. Die unschlagbaren drei Radare können definitiv nicht mithalten. Eine 31er Zeit geht. Na, ist knapp nicht. Knapp keine 31er. Das ist ja natürlich schade hier. Aber gut, 32.100 ist ja 110 ist ja auch was Gutes. Komm, da müssen wir uns nicht verstecken. Das ist auf jeden Fall akzeptabel hier. Und ja, Lukas hat es immerhin mit seiner gespaltenen Persönlichkeit auf Rang 2 und 4 gesehen. Geschafft. Und ja, ein Rennen machen wir noch, eins passt noch und dann lassen wir es gut sein für heute. So, jetzt ist nur die Frage, welches Rennen fahren wir? Ich hätte mal spontan gesagt, weil das Ding so gut um die Kurve geht, fahren wir das hier. Das ist ein kleiner, enger, wendiger Kurs. Da könnte man mit dem Ding sogar echt geile Moves ziehen. Dementsprechend nutzen wir das gleich mal. Veranstaltung einrichten und zwar ein Solo mit den Track Tools. Also man hat es jetzt gesehen, wir waren um 4 Sekunden schneller auf die schnellste Runde als wie der Gegner. Das ist ordentlich. Und das kann hier natürlich auch wieder passieren. Hier fährt Lukas, wo ist der zweite Lukas? Da ist M to the Streets. Entweder ist er in Führung oder hat seine, gespaltene Persönlichkeit zu Hause gelassen. Oder die darf einfach nur die Rennveranstaltungen des Festivalgeländes nicht verlassen, die gespaltene Persönlichkeit. Nee, da vorne fährt sie. Mensch, Lukas. Was bist denn du für ein Cheater hier? Lukas, deine zweite Hälfte, deine bessere Hälfte, die bravere Hälfte, aber die ist letzter, hat Probleme mit seiner Gehweise. Willst du da nicht mal helfen? Gut durchgedrückt hier. Ist im Ziel. Jawohl. Erster Platz. Welche Zeit haben wir? Eine 44er. Das heißt auch wieder um einige schneller als wieder der Rest des Feldes. Und Lukas
ist Best of the Rest und Last of the Rest. Kann man machen, würde ich mal behaupten. Kann man definitiv so machen. Ja, ich finde es einfach nur geil. So, wir holen jetzt hier noch unsere Credits ab. 12.000 sind es an der Zahl. Unseren Einfluss von ein bisschen über 3.000. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt für die heutige Ausgabe oder doch noch nicht. Wir werden erstmal hier noch am Rädchen drehen. Noch ein bisschen hier durchdrehen. Das können wir an sich relativ gut hier. RS4 Avant wäre natürlich auch geil. Ja, zu 170.000 nehme ich lieber, weil da kann ich mir ein paar RS4 kaufen. Gut, ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.